Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir eingetroffen die Glossybox Black Friday Edition. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die konnte man zum Black Friday oder am Black Friday für 20 Euro kaufen als Abonnent. Als Nicht-Abonnent hat die, glaube ich, 5 oder 10 Euro mehr gekostet, das weiß ich gar nicht. Wenn ich das gerade mal so angucke, habe ich mich sogar tatsächlich heute passend dazu angezogen und geschminkt. Wahnsinn. Okay, ich bin wirklich gespannt, was drin ist und ich freue mich auch drauf, dass die hier eingetroffen ist. Es ist immer bei diesen Limited Edition so eine Sache, ne? Die sind super schnell ausverkauft oder sie sind Ewigkeiten verfügbar. Die Benefit Box zum Beispiel war Ewigkeiten noch zu kaufen, die konnte man sich noch ewig kaufen, die war ruckzuck ausverkauft. Also manchmal ist es sehr, sehr weird, muss ich wirklich sagen. Dann gab es auch noch am Montag oder so diese Woche, glaube ich, die Weihnachtsedition oder so, konnte man auch kaufen, habe ich auch gekauft, warte ich drauf. Genauso wie auf die reguläre Box halt auch, ne? So, Format dieser Limited Edition Box ist tatsächlich im klassischen Glossybox-Format. Ja, kann man halt als Geschenkkarton super weiterverwenden, ne? Ist ganz hübsch, so mit diesem, ja, Universum-Design, ne? Ist ganz hübsch gemacht, passt in gewisser Art und Weise zu Black Friday. Ich weiß nicht, wir hatten da galaktische Angebote auf den verschiedensten Homepages. Keine Ahnung, Leute. Ne? Interpretiert das, wie ihr wollt. Ich habe jetzt auf jeden Fall den Deckel entfernt und habe hier dann tatsächlich den Blick, wie es aussieht, ohne Deckel. Hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und ja, ich weiß nicht, steht da auch irgendwas, was die sich dabei gedacht haben? Nö, hier stehen nur die Produkte abgebildet. Und ich bin gespannt. Komm, wir gucken mal zusammen rein. Da stehen auch die Preise mit dabei, die kann ich euch natürlich auch einblenden. Ja, hier habe ich ein Schleifchen, was ich einmal aufmachen werde. Aber ich rieche doch erstmal dran, oder? Riecht nach Papier. Ja. Okay, dann haben wir hier ein Klebi, der das Seidenpapier zusammenhält. Ich versuche den immer vorsichtig zu öffnen, weil ich ja gerne halt solche Boxen als Geschenkboxen weiterverwende. Also halt auch wirklich mit, ach Mann, als Verlosungsboxen. Mensch, Claudia lernt reden. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Und mich schreit direkt was total Geiles an. Und zwar ist das die Skin Toning Peacock Print Sheet Mask. Das ist mit Hazel. Ist das mit Haselnuss? Weiß ich nicht. Was ist Hazel? Ist, ja, ne? Wobei Hazel ist Hasel. Nein. Hazelnut ist Haselnuss, keine Ahnung. Von OK, das ist so koreanisches Gedöns. Und das ist so eine Tuchmaske. Und wenn ich dann wirklich so aussehe, oh, das finde ich ja cool. Ich mag so bedruckte Masken, ne? Peacock Print. Nee, Peacock ist ein V. Peacock ist ein V. Aber ich weiß nicht, was Hazel ist. Egal. Das Leben ist ziemlich kompliziert. Eine Papiermaske steht hier hinten drauf. Weiß ich nicht. Mir steht da nicht drauf. Genau. Ohne Tierversuche. Passt für Veganer, also es wird dann auch vegan sein. Finde ich cool, ne? Das ist schon mal das erste Produkt. 10 bis 20 Minuten drauf lassen und dann hast du eine wundervolle Haut. Ach Mensch, weiß ich nicht. Was soll denn der V machen? Mich wahrscheinlich befeuchten. Hier Feuchtigkeit geben. Happiness every day. Locks in moisture suitable for daily use. Also das kannst du theoretisch täglich verwenden, aber ich glaube nicht, dass man sich das so einfach leisten könnte, sich hier so ein Ding jeden Tag drauf zu machen. Ich weiß nicht. Und will nicht stehen bleiben. Also wirklich, was ist das denn hier? So. Ja, als nächstes habe ich hier drin von Fix & Rouge ein Produkt. Das ist ein Produkt, was ich tatsächlich auch schon habe. Das ist so eine Art Highlighter-Primer, fast schon. Von Fix & Rouge, super teuer. Wonder Love Charm. Das ist dieses Produkt. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer Glossybox mit drin, oder? Also ich meine, mich erinnern zu können, dass ich das mal in einer Glossybox hatte und dass es deswegen bei mir eingezogen ist, Leute. Ja, so schaut das aus. Das passt jetzt 1A zu meinem Oberteil. Ach, du ahnst es nicht. Hätte ich mir theoretisch heute aufgeben können. Das habe ich, wie gesagt, auch, ich weiß nicht, 50 Euro oder so kostet dieses Fläschchen. Das ist echt krass. Vegan und cruelty-free steht hier auch noch mit drauf. Und ich mache das tatsächlich so, dass ich mir einen super feuchtigkeitsspendenden Primer auf die Haut aufgebe. Dann gebe ich mir sowas drüber oder zum Beispiel von How Cosmetics, das Pearl Shine Elixier, ist minimal günstiger.
als das hier. Das ist doch deutlich günstiger. Oder von Love den Aura Glow Primer, ne? Und dann darüber die Foundation. Also ich gebe mir das wirklich Full Face auf. Und dieses Produkt hier soll Glow geben, revitalisieren, glätten und hydralisieren. Hier muss ich aber wirklich sagen, auch wenn hier steht mit Hyaluronsäure, Vitamine A, C und E, nee, also ich mit meiner trockenen und sensiblen Haut brauche darunter irgendwas Feuchtigkeitsspendendes oder eine super feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme. Ansonsten wäre mir das wirklich viel zu trocken, ne? Bin ich ehrlich. Jo. Aber es ist ein cooles Produkt, ne? Aber ja, hatten wir jetzt, wie gesagt, schon mal in der Glossybox oder so drin. Deswegen habe ich es jetzt doppelt. Das hier hatte ich, ja, ich meine, das war auch schon mal in der Glossybox, aber ist schon eine Weile her. Also es kann durchaus sein, dass die Leute, die sich jetzt diese LE bestellen, da zu dem Zeitpunkt noch nicht die Glossybox im Abo hatten und deswegen diese Palette noch nicht haben, das weiß ich nicht. Ist übrigens auch eine super teure Geschichte. Trifle oder Trifle Cosmetics, die Praline Palette. Auch die ist cruelty-free. Ja, das hatte ich in einer meiner allerersten Glossyboxen. Also es ist gut möglich, vegan ist es übrigens auch, ohne Parabene, ohne Mineralöle, ohne Phthalate, ohne Gluten, ohne irgendwas. Nicht kommunigen, also nicht Pickel verursachend. Gut, sind eigentlich Nietzsche-Paletten gar nicht, ne? Was wollte ich sagen? Genau. Das ist bestimmt schon 2 Jahre her, dass ich das in der Box mit drin hatte. Was ich wiederum ein bisschen schwierig finde, weil haben die dann seit 2 Jahren das Produkt auf Lager und haben jetzt nur darauf gewartet, die rauszuschicken? Keine Ahnung, weil die halt auch immer mal wieder irgendwo mit drin ist. Ist natürlich nice, weil es so eine kleine, kompakte Palette ist, die wirklich wunderschön aussieht, ne? Also die Optik gefällt mir. Die ist echt klasse. Aber von innen finde ich die halt schwierig, weil sehr dunkel, ne? Also, ja. Also das ist tatsächlich für mich und meine Bedürfnisse einfach zu dunkel. Ich mag das nicht so gerne. Tatsächlich. Deswegen hatte ich die einmal, als ich sie das erste Mal drin hatte, habe ich sie benutzt und dann irgendwann vertrashed. Und später habe ich die, als ich die nochmal drin hatte, dann auch verlost. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal oder das vierte Mal sogar, dass ich die jetzt irgendwo mit drin habe. Auch die wird weiter wandern, ne? Weil wie gesagt, das ist von der Außenoptik her auf jeden Fall mein Fall, aber von dem, was da drin ist an Farben, nicht so ganz. Ich mag auch nicht so gerne längliche Fännchen. Die Fännchen sind auch wirklich sehr klein, da muss ich sehr drin rumrühren, bis ich dann die Farbe habe und so. Mag ich nicht so gerne. Naja, aber das ist Jammern auf hohem Niveau, muss ich wirklich sagen, weil wir haben 20 Euro für diese Box bezahlt und wir haben hier... Ich muss hier näher ranrollen. Richtig coole Produkte drin. Also und vor allem auch viele, ne? Weil das sind jetzt schon 3 Produkte und wir haben hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte drin. Also 9 Produkte, das ist echt krass, ne? Ein Produkt von Barbour haben wir hier noch mit dabei. Das ist eine schöne Nagellackfarbe. Tatsächlich mag ich die gerne leiden, ja. Ne, es ist eine klassische Farbe auch wieder. Red Maple Leaf. Ja. Aber ich mag die wohl. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so eine ähnliche schon habe. Da stehen gerade viel zu viele. Ich muss hier morgen unbedingt mal aufräumen. Dann sieht ja auch so Kraut und drüben und ich kriege einen Ohren, wenn ich hier reinkomme. Aber gut, ja. Auf jeden Fall ist das ein Nagellack und die Farbe ist schön. Doch, ne? Und von Barbour 1A. Also das ist halt auch wieder was Teures, ne? Das mag ich immer gerne, wenn wir teure Produkte in den Boxen drin haben. Weil das ist so für mich der Kick, was die Boxen immer so ausmacht. Ja, dann habe ich hier eine Maske von von Dr. Botanicals, die Po-Maske, mit Pomegranate Superfruit. Und das ist eine Nachtmaske mit 30 Millilitern. Das ist im Prinzip anzuwenden wie eine normale Nachtcreme. Die lässt du dir einfach über Nacht drauf und morgens kannst du dir die abwaschen und dann soll das halt noch mal irgendwie super Pflege geben oder so. Und die machst du dir dann 2 bis 3 Mal pro Woche drauf und nicht jeden Abend. Ich habe aktuell auch eine Nachtmaske, die ich in Abwechslung mit meiner normalen Nachtcreme verwende. Und ich muss sagen, dass mir das auch wirklich gut tut. Also ich habe jetzt die ein oder andere Nachtmaske, ja, aus Adventskalendern schon bei mir, deswegen weiß ich nicht, ob ich die behalten werde, auch wenn sie super zu meinem Oberteil passt, ne? Aber ich muss wirklich mal gucken. Ich glaube, Nicole, Unbox Butterfly Nicole, hier oben ist ihr Kanal verlinkt, hatte auch erzählt, dass der Duft jetzt nicht so berauschend sein soll. Deswegen, ich weiß nicht. Ich glaube, ich vertraue ihr da und ich denke, dass die auch weiter wandern wird. Ne? Mensch, da wandert jetzt aber ganz schön viel schon weiter, Claudinchen. Was ist das denn hier? Ist aber blöd. Also dann werde ich, das hier werde ich dann behalten, auch wenn es ein Parfum ist und ich genug Parfums habe, weil ich habe gehört, dass hier auch ein Hauch von Jasmin drin sein soll. Das finde ich toll. Kappa White Woman Eau de Parfum. 40 Milliliter sind hier enthalten. Ich habe schon ein Kappa Parfum. Oh, ich hoffe, das ist nicht das gleiche.
Na, wir gucken mal. Die Kappa Parfums sind gar nicht mal so super teuer. Ne? Also die sind wirklich auch erschwinglich. Also wenn ihr euch in den Duft verlieben solltet, ist das nicht schlimm, weil dann könnt ihr euch den nachkaufen. Ne? Und das halt zu einem bezahlbaren Preis. Einerseits ist es dann immer ganz nice, wenn die Produkte in den Boxen halt so hochpreisig sind. Andererseits ist es dann immer so, oh nein, ich habe mich in das Produkt verliebt und ich muss es nachkaufen, es ist so teuer. Genau. Ja, nee, das habe ich tatsächlich noch nicht. Ich habe die durchsichtige Flasche davon. Das ist schon schön, ne? Ja, hatte ich nämlich auch schon mal in der Beautybox drin. Ich glaube, in der Pinkbox war das schon mal mit drin. Wir haben ja ab und an mal so etwas, ne, erschwingliche Düfte in den Beautyboxen drin. Das finde ich ganz cool. Also dieser Flakon fühlt sich schön an. Das ist ein Eau de Parfum. Und ja, mein Paco Rabanne Pure XS ist jetzt schon verflogen, denn ich habe ihn schon 13 Stunden drauf. Ja, dann kann ich hier auf meinen Arm mal das hier sprühen. Gucken, wie das so schnuppert. Oh, schöner Sprühnebel, der ist sehr fein und so gefächert. Oh, das riecht, oh ja, das riecht jetzt schon so nach so einem Claudi-Duft. Uiuiui. Oh, hat auch irgendwas Sportliches, aber gleichzeitig was weiblich Elegantes. Also ich mag den Duft. Mir gefällt der richtig gut. Wow, doch toll. Doch toll, das ist auch ein schöner Duft, den ich mir auf der Arbeit auch vorstellen kann, ne? Weil der nicht so super aufdringlich ist, aber auch nicht zu leicht. Also ein schönes Zwischending, der ist toll. Das ist schon eine coole Geschichte, ne? Ja, gut. Dann habe ich hier ein Produkt von Mina, 3ina, The 24-Hour Eye Pen Eyeliner. Nein, The 24-Hour Pen Eyeliner. Ich mag gerne Eyeliner. Ich trage auch gerne Eyeliner. Soll ich mir mal einen Eyeliner jetzt machen? Ich kann ja so ein bisschen zur Wimpernkranzverdichtung den gleich drüber geben, denn das hier ist ein Filzstift-Eyeliner. Und dann kann ich euch auch direkt sagen, ob die Mina gut ist, oder? Ja. Wir malen jetzt einmal testweise. Oh, ja gut, bei Eyeliner ist es immer so, ne? Der erste Strich ist immer gut. Immer. Und dann hast du das im Schrank liegen, willst es am nächsten Tag benutzen und denkst dir, was zur Hölle ist hier eigentlich passiert in der Zeit? Gut, ich bin jetzt schon Fullface geschminkt und ich halte jetzt die Klappe, denn ansonsten kann ich keinen Eyeliner ziehen. Das hat schon mal ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Also da hat er schon einen guten Job gemacht und das hat jetzt auch schnell funktioniert, habt ihr ja gerade gesehen. Ich habe ja auch eigentlich immer vor, diese Unboxings nicht zu schneiden, damit ihr halt auch wirklich meine komplette Live-Reaktion bekommt. Ne? Finde ich immer ganz gut. Das ist halt immer das Ding, wenn man schon Mascara drauf hat, dann sind einem die eigenen Wimpern so ein bisschen im Weg. Aber so macht das Ding schon mal einen guten Eindruck und hat auch gut funktioniert, doch. Also der muss noch weiter getestet werden, vor allem wenn er dann jetzt mal nicht komplett fresh ist, sondern mal so ein, zwei Tage im Schrank lag. Ja, ne, wird getestet. Aber mir gefällt der Look auch, ehrlich gesagt, deutlich besser mit Eyeliner als ohne Eyeliner. Habe ich euch übrigens auch auf Instagram geteilt, diesen Look, also die, ne, habe ich euch Bilder davon gemacht, Close-Ups. Folgt mir gerne. Ich heiße Aiduike P, Claudia rückwärts und ein P dahinter, ne, das ist da mein Name. Und da poste ich Close-Ups und Informationen und so, was ich an Adventskalendern so auspacke, jedenfalls so im Advent, ne, und Dinge aus meinem Leben und so. Wie gesagt, folgt mir da gerne. Genau, ja, mag ich, doch. Ne, der blutet hier auch auf meiner Hand überhaupt nicht aus. Das heißt, es ist eine schöne Geschichte. Trocknet übrigens auch richtig schön matt runter. Das sieht gut aus, ne? Mir gefällt. So, zwei haben wir noch, zwei Sachen. Ich glaube, weiß ich gar nicht, habe ich das schon? Steve Laurent. Ein Loose Powder habe ich hier drin. Ich habe, glaube ich, als wir diesen Glossy Sale mit den internationalen Boxen hatten, ne? Und da habe ich, glaube ich, dieses lose Puder, diesen losen Highlighter drin gehabt. Wenn das jetzt ein normales loses Puder ist, dann habe ich das, glaube ich, gar nicht. Nee, das ist auch wieder ein Highlighter. Mhm. Rose Gold Loose Powder. Genau, dann ist es nicht einfach nur ein loses Puder. Wie umständlich kann man sowas halten? Aber gut. Sondern dann ist es wirklich ein Highlighter. Ich muss gucken, ob ich genau die Farbe schon habe. Ansonsten ist es natürlich auch relativ dunkel. Also es entspricht fast sogar meinem Lidschatten, den ich hier drauf habe. Krass. Ja. War, glaube ich, auch relativ hochpreisig, als ich das letzte Mal mir mal ausgerechnet habe. 1,5 Gramm haben die hier sogar drin. Ist eine schöne Verpackung, komm. Da reden wir jetzt auch mal kurz drüber. Ne, das ist schon hübsch gemacht. Wir hatten jetzt von Steve Laurent auch das ein oder andere Produkt mal mit drin. Zum Beispiel diese Animal-Geschichte. Hier, Glossy Box Wild Thing Edition. Hatten wir ja diese Lidschattenpalette mit drin.
Genau, und jetzt halt auch nochmal das Puder. Ich glaube, wir hatten auch schon andere Produkte mal mit drin, oder? Weiß ich nicht. Ich rieche übrigens jetzt gerade voll intensiv diesen Jasminduft in Verbindung mit so ein bisschen Vanille und ein Hauch Moschus ist da, glaube ich, auch noch mit drin. Das riecht gerade so gut. Ich mag das gerade voll, ne? Aber gut, da muss ich halt wirklich, wie gesagt, gucken, ob ich das nicht vielleicht schon habe. Und jetzt habe ich hier das letzte Produkt und zwar ist das etwas von Rodial. Rodial ist eine super hochpreisige Marke. Also, das ist krass. Suede Lips, das ist ein Lippenprodukt. Not for sale, ey. Big Apple ist die Farbbezeichnung und 2,4 Gramm sind hier enthalten. Ja, ich gucke mal eben kurz in das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, ob der matt ist. Weil matt und ich, wir sind einfach keine Freunde, dann wird es keinen Sinn ergeben. Dieser Jumbo Lipstick in Stiftform kostet sackenteuer. 22 Euronen, Alter. Gleitet dank seiner cremigen Textur mühelos über deine Lippen und schenkt ihnen satte, bärige Pigmente sowie ein trendy, mattes Finish. Seine langanhaltende Formel pflegt die empfindliche Lippenhaut dank Vitamin E und schützt sie gleichzeitig vor dem Austrocknen. Okay, das finde ich aber ehrlich gesagt schon wieder interessant, weil, also ich glaube auch, dass wir den übrigens schon mal irgendwo mit drin hatten, nur mal by the way, aber dass der matt ist und gleichzeitig pflegen soll, na komm, wir packen den jetzt mal irgendwie drauf. Also, jetzt muss ich den erstmal auspacken. An irgendwas erinnert mich dieser Duft von diesem Parfum übrigens auch total. Ich glaube, irgendwer, den ich kenne, hatte das auch eine Zeit lang. Also nicht, also ich weiß nicht, ob das dieser Duft war. Also auf jeden Fall riecht das so, ne? Naja, ich nehme jetzt ganz crazy mal ein Handtuch und mache meinen vorhandenen Lippenstift runter. Übrigens, den Look habe ich auch abgefilmt. Da kommt auch noch ein Video zu online, weil ich für die Black Friday Sale Geschichte, wo ich eskaliert bin, Looks auch zu abgedreht habe. Ne? Also quasi zu jedem Shop, wo ich bestellt habe, gibt es auch einen Look. Mal gucken, wann der online kommt. Ich werde mich beeilen mit dem Schneiden. Ja, der Ton sieht okay aus. Und den mache ich mal drauf. Also bei solchen Stiften mache ich das tatsächlich so, solange die halt noch so spitz vorne sind. Kann man den eigentlich hochdrehen? Nee, den muss man mit einem Anspitzer anspitzen, ne? Herzlichen Glückwunsch. Dass ich erstmal um meine Lippenkontur drum zufahre und das dann damit einfach ausmale. Jetzt habe ich noch ein bisschen Orange überall, ne? Wir ignorieren das mal. Ich hoffe, wir kriegen das ignoriert, okay? Er ist recht dunkel, aber nicht so dunkel wie befürchtet. Angenehmer als gedacht auf den Lippen. Würde tatsächlich auch sogar zum Look passen. Ne, das sind halt so dunkle Lippenprodukte. Da ist nicht jeder Fan von. Aber der ist wirklich super leicht auf den Lippen. Da beschwere ich mich jetzt mal nicht. Ja, jetzt habe ich hier ganz viel Orange außen drum zu. Das sieht man jetzt vielleicht von der Ferne nicht ganz so. Aber ich habe es gerade mit dem Spiegel, den ich direkt vor der Nase hatte, gesehen. Doch, ist schöner als gedacht, tatsächlich. Doch, und mir gefällt die Farbe auch. Und ich finde, das steht mir auch wohl, ne? Ja, hat was. Mag ich gerne leiden? Irgendwie schon. Ja, und wir haben krasse Produkte hier drin, heftige Marken und ich denke auch einen heftigen Wert, ne? Und für 20 Tacken dafür, also allein dieses Lippenprodukt war ja schon mehr wert als die ganze Box, die ich da, also als das, was ich für die Box bezahlt habe, was ich krass finde. Ich glaube, der Wert war auch irgendwie 150 Euro plus, irgendwie so den Dreh. Richtig, richtig heftig. Ich finde die Box echt gelungen und ich kann euch wirklich nur empfehlen, ja, euch diese Limited Editions auch mal anzuschauen. Also, ich weiß, dass Franka immer zu dem Zeitpunkt, wo die Limited Editions gelauncht werden, also online gehen, online gestellt werden, dass man die kaufen kann, dreht sie auch ein Video dazu ab, dass man weiß, was drin ist. Ne? Weil eigentlich weiß man das nicht, aber sie macht das. Also hier oben verlinke ich euch mal ihren Kanal. Finde ich immer super, weil so habe ich zum Beispiel auch für mich herausgefunden, dass ich die Look Fantastic Black Friday Limited Edition nicht haben will, weil da halt Produkte drin sind, die mich nicht so angesprochen haben. Und hätte ich dann das Geld dafür ausgegeben, was ja auch irgendwie 35 Euro oder so gewesen wären, hätte ich mich dann schon wieder so ein bisschen geärgert, ne? Weil dann hätte ich Produkte gehabt, die ich nicht brauche. Aber hier weiß ich jetzt auf jeden Fall, dass doch einige Produkte bei mir bleiben werden. Der Duft ist umwerfend geil, der Lippenstift gefällt mir richtig gut, der Eyeliner gefällt mir und die anderen Produkte sind auch durchaus gut, aber ich habe sie teilweise schon da. Und ja, aber ich habe jetzt auch noch ein bisschen Futter für Verlosung, was jetzt auch nicht so wild ist. Ne? Also finde ich jetzt eigentlich auch ganz positiv für mich so.
Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung zu der Box unten in die Kommentare rein. Da können wir uns gerne mal austauschen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!